Ja, die kleinen habe ich im Moment eher so. Ich habe noch zwei große. Einmal Mango und noch was. Die habe ich mir sogar in den Kühlschrank gestellt für Freitag ein. Weiß und Orange. Ja, das sind die einzigen, die ich trinke. Ja, cool. Hast du das blaue Red Bull schon mal getrunken? Das blaue, was war das blaue nochmal? Ich glaube nicht, ich habe mich, glaube ich, nicht rangetraut. Diesen Weg sollten wir vermeiden. Okay. Endlich. Heidelbeere? Nee, das habe ich noch nicht probiert. Also ich würde es probieren. Weil ohne probieren wirst du nie erfahren, ob es schmeckt. Ist auch übelst lecker. Also wenn ich mal dran denke, nehme ich nur mal eine Dose mit. Dankeschön für die Empfehlung. Weil im Moment, ich finde halt keine Aprikose-Erdbeere mehr. Und da muss nur Kokos ist halt. Man braucht ein bisschen Abwechslung. Oh, hier ist ein guter Trainingsspot. Das sollte ich eigentlich gut nutzen. Dämon-Zirgel, eine Zirgel. Mal gucken, die mich jetzt fertig macht. Oder auch nicht. Zirgel, oh wow. Mhm. Genauso wie Rogel. Die bösen Rögel. Hui! Oh, gleich ein Schleudertraum. Weil diese Rogel, ja. Oder Wolf mit V, ja. Sehr einfallsreich auf jeden Fall. Das stimmt, Chloe. Das stimmt. Guck mal, jetzt greifen die mich nicht an. Unter 40 war. Die alle angegriffen, Scheißviecher. Alter, was ist mit dem Hobby-Hießen?
Kannst du die Bami verarschen auf YouTube? Glaube ja. Irgendwas sagt mir das. Ich hab einen Hasenschwanz. Weiß zwar nicht, was wir damit machen, aber naja. Mal sehen. Ein Hasenschwanz? Bitte was? Es ist kalt, den kann ich jetzt nicht präsentieren. Ich meine Ingame. Ich geh mal, ja geh mal. Ach, ich glaube, da unten war ich auch noch nicht. Da ist überall Nebel. Schwarzer Nebel ist nicht gut. Oh nein, das ist ein stärkerer. Wo sind meine Teammitglieder? Leute? Ihr hängt da unten fest und könnt mir nicht helfen. Ist das euer Scheiß Ernst? Ist das euer Kack Ernst? Ich werde sterben wegen euch! Leute! Ich sehe nicht den Hinten. Oh, der ist echt stark. Mach das, Mosi. Hey, ich bin echt dumm sein. Ja, besonders in Kämpfen, dann können die halt nicht mehr springen und das. Anstatt die sich dann irgendwie zu mir porten oder so. Wenn wir so runterfallen, dann sind sie auch immer auf meiner Ebene. Aber im Kampf irgendwie nicht. So, jetzt nur noch der große Phase. Juhu, Elite-Bonus. Gut, her damit. Trotzdem hier oben schauen. Da oben gibt es Äther und da unten ist dieser Nebel. Da ist ein großer Gorilla. Oh je. Ich glaube, ich kann diesen Weg auch gar nicht passieren. Oh, da sind mehrere von denen. Level 45. Yamatan. Cool. Die Leute, die immer jammern.
送ってあげないとな。 Also ein Teil für mich. Ja, hier gibt's Gorilla Chloe. Der isst sogar gerade was. Was ist der da? Oh, geil. Ey, das ist Verschwendung. Warum schmeißt du das weg? Bist du dumm oder so? Schlangenhalsfelsen. Sieht ja sehr interessant hier aus. Mal weiter nach oben. Soll ich ja durchdrehen, weil da alles so negativ sind? Ja. Auch. Der ist groß. Das ist bestimmt so ein Special Boss mit Level 68. Greift er mich direkt an? Nein, der greift mich an! Fuck! Nein, nein, nein! Alter! Ist okay. Einfach so 100.000 Schaden oder so war das. Ah ja. Es unterhalten sich viele zivilisierte Menschen. Bin wie cooler. Nein, ich. Ich kann durch den Nebel spazieren. Interessant. Mal sehen, wie lange, wenn mich das nächste Vieh killt. Ich habe halt gerade mega Angst. Was ist das? Level 46. Der ist aber noch größer. Der ist ja viel größer als die anderen. Und schläft gerade. Der ist ja niemals Level 46. Was stand da? Oh, wenn er mich jetzt sieht. Fauler Gorillus. Das ist Yami. Yami ist auch so ein fauler Gorillus. Oh, scheiße. Der passt auf die Leichen auf. Einfach nicht treffen lassen. Ja, aber hier kann ich ja nichts dafür. Die visieren mich an und dann können sie mich angreifen. Hier kann ich nicht einfach wegrennen oder ausweichen. Klick, klack, kluck. Ja, das ist echt doof. Sobald die dich anvisiert haben, können sie dich angreifen, egal wie weit du weg bist. Halt aus deren Reichweite kommen und das konnte ich gerade nicht. Schwierig. System. Wir speichern mal, sonst muss ich nämlich das wieder von vorne machen. Ich versuche jetzt nämlich an diesem einen Gorilla. Darf ich nicht. Okay. Dann versuche ich gegen ihn zu kämpfen. Das kann ja... wird ja bestimmt nicht schief gehen. Wer ist eigentlich der Main-Charakter aus der Gruppe? Also im Großen und Ganzen ist Noah, glaube ich, der Hauptcharakter. Also der ganz oben links mit dem Zopf. Weil wir auch viel über ihn sehen und er redet halt auch sehr viel. Also er ist schon ein bisschen so der Main-Charakter, aber im Grunde ist die ganze Gruppe halt sehr wichtig. Ja, Mio auch. Mio auch. Also sie da runter. Sie ist auch sehr extrem im Licht des Spiels. Also Noah und Mio. Die beiden können sich auch fusionieren. Aber man kann alles spielen hier. Das finde ich sehr interessant. Und alle können sich auch verwandeln, also synchronisieren. Aber ich denke, Noah und Mio werden noch eine ganz große Rolle in verschiedenen Szenen spielen. Da bin ich sehr gespannt. Das sind ja eigentlich zwei Gruppen. Also Noah, Lance und Oini.
Die waren ja halt in der einen Siedlung, also in der einen Kompanie. Und Mio, Taion und Sena waren in der gegnerischen. Also eigentlich haben die Krieg gegeneinander geführt. Und im Grunde ist Mio so die Anführerin von der einen Gruppe und Noah von die. Jetzt haben wir uns irgendwie zusammengefunden und kämpfen irgendwie gegen alles und jeden. Weil das System, was hier läuft, ist von Anfang an einfach nur Menschen opfern, damit die anderen mehr Lebenszeit haben. Ist schon ziemlich assi. Oini. Nein, Oini! Hallo, Ben. Hui! Ich freue mich dann wieder auf irgendwelche Videosequenzen von der Story. Das ist halt richtig gut gemacht. Also ich schon am Anfang direkt war ich einfach nur baff, was da alles passiert ist. So, hier können wir den Weg weisen. Die Verstorbenen. Weißt du, wie Mio auch klingt? Oh, Miau, Miau. Ah, ja, ja, ja. Gewiesen. Komme ich da irgendwie hoch? Wahrscheinlich an den Gorilla vorbei. Das ist doch. Oh, das haben die doch mit Absicht gemacht. Der richtige Kacknasen. Nee, du kriegst mich nicht. Ich bleib im Loch hier hängen. Nein, geh. Oder in dieser Vertiefung. Doch, ist es ja nicht. Nein, geh weg. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich... Oh, jetzt kämpfen die da. Ist das euer Ernst? Versammelt euch, kommt her. Ich befehle euch, kommt jetzt hierher. Alle. Hierher. Beifuß. Beifuß. Nein, Beifuß. Ihr bleibt jetzt hier. Mach jetzt die Waffe weg, aber der wird mich trotzdem weiter angreifen wollen, ne? Dann gehe ich jetzt. Wo sind wir denn hier? Stufe 23. Also sind jetzt schon wieder einen ganz anderen Abschnitt, okay? Ach, hier. Interessant. Habe ich eine schöne Abkürzung gefunden. Da unten müsste dieser kleine See sein. Oder auch nicht. So, die andere Stelle, okay. Ich glaube, ich reiß aber mal wieder so weiter. Nee, keine Politik hier. Also so eine Themenart nimmer aus. Das, damit habe ich schon Erfahrung gemacht, leider. Sinne. War ich noch gar nicht, oder? Doch.
Ey, war da irgendwo noch was? Hier kann ich noch was machen. Geteilte Geheimnisse. Dann mache ich das. Auftrag finden. Mission. Geteilte Geheimnisse, hier ist das. Level 30, das kriegen wir hin. Das ist... Ah. Hallo Pock. Bin endlich mit Genshin so weit nachgekommen, dass ich alle Events machen konnte. Und jetzt kommen gleich neue. So, wunderbar. Hallo Selatio. Lenny versteckt sich hier hinten. Hey, uns ist so angekommen, dass es Streit zwischen Eastman und dir gab. Selbst ihr habt davon gehört. Und jetzt seid ihr hier, weil ihr euch Sorgen um mich macht. Ist nicht nötig. Es war keine große Sache. Ja, aber wann mache ich Story? Ich weiß es nicht. Das kannst nur du beantworten, Ben. Ich hatte Elis bloß um einen Gefallen gebeten. Gebeten. Alter, ich sollte ins Bett. Gebeten. Da kam Eastman vorbei und wollte wissen, worum es geht. Also, als ich es nicht sagen wollte, ist er ausgeflippt. Du hast, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Elis um einen Gefallen gebeten. Gebeten. Habe ich das jetzt schon wieder Alter, ich... Jetzt, ich gehe. Ich bin mega scheiße müde. Seit 2 Tagen. Ich merke das, mein Kopf ist einfach woanders. Ja, es könnte die Zukunft von Kolonie 9 beeinflussen. Jetzt wollte ich das auf Englisch sagen. Meine Fresse! Verrätst du uns, worum es dabei ging? Ich will nicht mehr lesen. Klar, euch erzähle ich es gerne. Also, ich hatte neulich über mein verstorbenes Team nachgedacht. Da fiel mir ein, dass Marlon mein Ausrüstungsstück gefunden hat, das ihr zufolge weder von Kevis noch von Agnus kam. Sowas könnte Kolonie 9 doch zugutekommen. Hm? Wer weiß, was diese unbekannte Militärausrüstung für Geheimnisse birgt. Tja, und da dachte ich mir, Eilis könnte doch in ihrem Lebnis danach suchen gehen. Also habe ich sie gefragt. Klingt ja alles ziemlich mysteriös. Oho, habe ich etwa euer Interesse geweckt? Kann man so sagen. Wenn das so ist, dann macht euch auf den Weg zu Eilis. Ich schicke euch ihre Koordinaten auf die Iris. Danke. Ja, ja, gebitten. Alter Falter. Sachen gibt's. Ich habe auch oft jemanden um was gebitten. Jetzt werde ich ja auch noch verarscht. Nee, ich kann selber drüber lachen, ist einfach. Wenn das Hirn einfach nicht genug Schlaf hat, was da zustande kommt. Ja, Mann. Also, ich habe eher Leute gebissen. Das ist schon fies. Goat Simulator 3 steht auf dem Plan. Ja, ein bisschen Quatsch machen, Selatio. Und da Ziegen hier sehr verehrt werden, ne? Du weißt ja warum. Bist ja auch schon so lange dabei. Ja, dachte ich, Goat Simulator 3 ist doch perfekt. Noah, erschreck mich doch nicht so. Habt ihr etwa mit Lenny gesprochen? So sieht's aus. Und das hier ist die Ausrüstung, die er meinte. Yep. Das erinnert mich gerade an Cell aus Dragon Ball Z. Voll dran. Man erkennt sofort, dass sie nicht aus Argus stammt, oder? Aber was Chivesisches ist es auch nicht. Interessant. Diese Ausrüstung. Sieht aus wie die von Gornica. Das heißt... Ich habe sie jedenfalls schon überprüft, bevor ihr angekommen seid.
Aber nichts davon wird uns von Nutzen sein. Und es sind auch keine Hinweise dazu zu finden, wem sie mal gehört hat. Verstehe. Wie dem auch sei, das Ganze ist so mysteriös, dass ich es lieber Roald berichten werde. Gute Idee. Wir sollten das Zeug nicht einfach so herumliegen lassen. Wollen wir es wieder vergraben? Moment, ist das nicht... Mysteriöse Schlüsselkarte. Das sollten wir Lenny erzählen. Ich dachte, sie hat die Ausrüstung überprüft. Anscheinend gründlich genug. Ja, Chloe, das sind so eine Insider von hier. Aus verschiedenen Games. Ouya Power Ching. Oh Gott, dieses Near Replicant Version 1.22. Oh Gott. Schwengel die Dengel. Ja. Das war auch gut. Und das Lauschen, Alter, das ging mir so auf den Sack, ne? Ben ist heute frech, wenn ich das so sehe, lese. Frech? Freches Eichhörnchen. Die Schwarzwurmwichse, ja. Ja, die waren im Horrorspiel. Und was meint ihr? Wir konnten bestätigen, dass die Ausrüstung weder von Agnus noch von Kevis stammt. Wusste ich's doch. Aber das war auch schon fast alles. Wir haben nur noch diese Karte gefunden. Hm. Ich hatte gehofft, wir würden auf irgendwas stoßen, das Kolonie 9 helfen könnte. Naja, was soll's. Was die Karte betrifft, ihr habt sie gefunden, also behaltet sie ruhig als Andenken. Bist du dir sicher? Ja. Trotzdem danke für die Hilfe. Ihr habt mir einen großen Gefallen getan. Ich schätze, ich sollte jetzt mal zu Eastman gehen und mich mit ihm aussprechen. Ja, gute Idee. Für was habe ich denn jetzt eine Schlüsselkarte? Was kann ich denn damit machen? Also wo? Durchquere die große Kotte Wasserfälle. Ich glaube, wir machen mal die Hauptaufgabe weiter. Wir haben ja jetzt in den letzten Streams mehr so einen Nebenkram gemacht. Kapitel 4 ist halt Stufe 27, ich bin Stufe 40. Upsi! Naja, das passiert, ne? Da ist was Neues freigeschaltet. Ja, dann rollst du EZ durch. Ja, nee, nicht wirklich. Ich glaube nicht. Juwelen kann ich jetzt noch hinzu. Lebensgeschenk, KP. Skillen aus Stahl. Ausrüstung. Talente. Beschützerstolz. Aufladungsgeschwindigkeit steigt um 40%, wenn jemand anderes als die Verteidigerrolle anvisiert. Erhöht für 15. Ich mach das hier. Jetzt muss ich das bei allen machen. Die Klasse hat ihre Maximal. Ich muss eine neue Klasse für sie erstmal. Was hat sie denn gerade? Okay, dann wäre gut, dass sie das hier fertig macht mit diesem fetten Schwert. Talente sind ja auch noch. Heimliche Heilung. Machen wir das hier. Oder warum rasselt meine aus? Drei Nachrichten direkt, Alter.
Oh, warte mal. Bei ihr ist noch eine Ausrüstung nicht gewesen. Ja, warte. Erstmal. Das wäre doch cool. So, bei ihr die Klasse ist auch fertig. Was hat sie denn? Heiler. Dann bleib mal Heiler. Aber ist alles voll bei ihr? Gut, da auch. Nee, bei ihm ist alles... Okay. Bei ihm kann ich neue Sachen machen. Breitseite, großer Wurf. Ein Schuss. Kommt in nächster Zeit wieder ein Horror-Game, Lisa? Ja, ab Oktober. Oktober ist ja so die Grusel-Horror-Monat. Also ja. Es kommt bald wieder Horror, ja. Es kommt ja auch dieses Add-on zu Resident Evil 7, wo man Rose spielen kann. Das werde ich auf jeden Fall spielen. Das kommt sogar kurz vor Halloween. Und ja, müssen wir mal gucken, was ich noch so habe. Also ja. Lisa hat einen Namen, welcher da lautet Lisa. Was? Neuigkeiten ohne Ende. Oh Mann. Bei ihm brauche ich ja nichts machen, aber ich glaube, ich habe bei ihm was vergessen. Bei Talente, nee, bei Techniken. Ele-Provokation, Multi-Explosion, Schildschlag. Oi, oi. Aber irgendwas... fehlt mir nur. Ah, Synchronisation. Seelenbaum. Habe ich Punkte? Ich habe Seelenpunkte 275. So. Geschrieben. Ja, was nicht Erfreuliches. Gesperrt. Warum ist das gesperrt? Ah,
Achso, ich habe nicht genug SP. Das geht ja sauschnell weg. Heilige. Na toll. Kann ich ja gar nichts anfangen. Das ist ja viel zu wenig. いい技を覚えたぜ。 Eigentlich war ich zuerst hier. Hier ist die Hauptaufgabe, okay. Reise ich mal hier hin. Ah, da haut sie aber raus. Ja. Dreißig Streiten freut sich die Liste.